So, hallo liebe Dursing Freunde, und es ist Sonntag und ich muss mich erst einmal entschuldigen, weil ich den Livestream am Samstag verpasst habe. Aber ich war so müde. Irgendwie habe ich doch vielleicht ein bisschen eine leichte Erkältung oder irgendwas. Also irgendwas stimmt nicht. Ich habe sehr viel geschlafen nach dem KSC-Spiel. Gut, ich habe natürlich auch ein bisschen da Bier getrunken, aber eigentlich nicht so viel, dass so viel Schlaf nötig gewesen wäre. Ich mache jetzt zwei Bier, die ich für den Livestream vorgesehen gehabt hätte. Ne? Ihr seht schon wieder, es wird langsam hell, weil ich dann noch so lange gepennt habe, dass ich dann nicht richtig gut geschlafen habe jetzt nachts. Ne? Jetzt ist Sonntagmorgens und es wird langsam hell, aber natürlich zu kalt, zum jetzt draußen sein. Ich war jetzt mit dem Hund kurz draußen, bin jetzt wieder froh, dass ich warm bin. Und ich lege mich jetzt auf jeden Fall nochmal hin bis ja, mittags oder was auch immer. Ich habe im Aldi zwei Dosen gesehen, wo ich gesagt habe, die muss ich probieren. Und zwar, weil da bin ich sehr neugierig, weil sie es beschrieben haben als mild. Das Schultenbräu, das man als Aldi-Magier kennt. Das ist das eine. Ist auch sehr hell, wie man sieht. Ne? Und ich werde jetzt auch, jo, kommst du auch dazu. Werde jetzt auch beide nicht ächzen. Ich bin gespannt, ob der wirklich nicht so sauer ist. Weil bei hell bin ich ja immer vorsichtig, weil ich ja oft erlebt habe, dass es dann doch sehr sauer ist. Das andere, was für mich persönlich viel interessanter ist, das ist das Winterbock von Schuldenbräu. Auch schon eine coole, wackenähnlicher, ne, Widderkopf hier. Also das gefällt mir rein optisch schon. Und es kommt natürlich auch mit einer anderen Prozentsatzleistung daher. Oh, das ist sehr dunkel eingebrautes Winterbockbier. Liebe Grüße an, ich weiß gar nicht mehr, wie derjenige oder diejenige jetzt hieß, die jetzt gerade Schneebock trinken. Das habe ich noch nie gehört, aber finde ich auf jeden Fall eine geile Idee. Schneebock. Also jetzt haben wir hier einmal Schuldenbräu Helles. 4,7%, relativ schwach, milder Biergenuss, sagen sie. Dezent gehopft und mit besten Rohstoffen gebraut. Reinheitsgebot. Hier natürlich im Gegensatz dazu Schuldenbräu Winterbock, dunkles Starkbier, kräftig, malzig, vollmundig, auch Reinheitsgebot, glatte 7%, 7,0. Also beides aus dem Aldi. Ich glaube, in dem Fall muss ich jetzt nicht sagen, welches welches ist. Das, wenn ich farbenblind ist, sieht es, also auf wohl erstmal sofort. Also würde ich zuerst einmal sagen, für den Preis ist das okay. Das ist nicht zu sauer, also eigentlich überhaupt nicht sauer. Bin ich sehr zufrieden, sonst hätte ich jetzt sauer sein müssen. Nee, also für den Preis ist es definitiv empfehlenswert. Wer helle Biere mag und sie nicht zu sauer mag, Schuldenbräu Aldi, ja. Ich weiß nicht mal, was es gekostet hat, aber teuer war es nicht. Das ist 49 Cent oder sogar noch weniger. Das hier war, glaube ich, ein bisschen teurer. Diese Bockbiere sind immer minimal teurer. Aber da bist du dann ja auch im Aldi-Bereich, immer noch im Billigbier-Bereich, ne? 69 irgendwas, ne? Keine Ahnung. Jo, Direktvergleich ist in dem Fall auch Schwachsinn zu machen, weil es lohnt sich ja, wie gesagt, immer nur zwischen ähnlichen Bieren. Ich ran trotzdem jetzt mal. Klar. Das ist natürlich schon eine derbere Nummer. Also das haut schon derb rein. Ne? Wie gesagt, das werde ich jetzt auch in Ruhe genießen, die beiden, bevor ich mich auch nochmal schlafen lege, weil irgendwie bin ich noch nicht so ganz fit. Seid mir nicht böse, seht es mir nach. Was ich aber an der Stelle auf jeden Fall machen möchte und nicht vergessen möchte, ist einen lieben herzlichen Dank an die, da musste ich sehr, sehr, sehr lachen, an die mittlerweile dritte Fanpage, die es jetzt gibt. Und der ist auch wirklich Durstiger Dave Fanpage. Also klickt das mal an. Denn die beiden anderen Durstiger Dave Ultras und vor allem die Durstiger Dave, ach Gott, wie hieß es nochmal? Ach,
ach, ich komme jetzt nicht mehr, wie aus dem Kaiserstuhl auf jeden Fall. Das sind ja alles, das sind ja Freunde und teilweise sogar Verwandte und Bekannte von mir, ne? Also aus dem echten Leben. Und da ist jetzt aber anscheinend eine neue entstanden, Durstiger Dave Fanpage. Cheers. Jüngere Leute offenbar, die auch teilweise noch Schüler, die dann in der Schule da auch filmen und teilweise, also da musste ich sehr, sehr herzlich lachen. Wir haben ja selber auch sehr viel Mist gebaut in der Schule früher. Passt halt auf, dass er es nicht übertreibt, ne? Nicht, dass er noch da Verweise bekommt oder sonst was. Ich weiß nicht, wie es heutzutage läuft. Früher gab es dann oft Strafarbeiten und Arrest und Nachsitzen. Aber trotzdem auf euer Wohl. Sehr, sehr lustiges Video. Jetzt wieder online. Ich weiß nicht, ob das sein darf, online bleiben darf. Ich habe es mir mal sicherheitshalber abgesaved, falls es wieder runter muss. Wenn da irgendein Lehrer meckert, aber am besten der erfährt es gar nicht. Das ist immer das Gescheitste. Ne? Schön unterm Radar bleiben. Das ist so, was Schule betrifft, meiner Meinung nach immer das Beste. Aber ja, ich finde es cool, wie ihr das da genießt. Ja, jedenfalls, wer das halt noch nicht gesehen hat, da rennt dann immer wieder einer vor, die haben einen riesen Monitor, da soll eigentlich was anderes laufen, aber der völlig überforderte Lehrer rennt da mit seiner grünen OP-Maske irgendwo anders rum, ist mit tausend anderen Sachen beschäftigt, immer wieder geht einer vor, drückt auf Dave, wie er halt am versucht am Ansetzen ist, am Bier trinken, ich wollte gerade loslegen, dann wird es wieder unterbrochen, der Lehrer geht wieder her, immer wenn er halt merkt, wie Katze und Maus, immer wenn er merkt, es macht wieder einer an, geht da hin, aber er behält da, muss man sagen, Respekt, stoische Ruhe. Man weiß wahrscheinlich genau, wenn ich mich jetzt anfange aufzuregen und rumzuschreien, dann eskalieren die noch mehr. Also das ist schon ein erfahrener Lehrer, das merkt man, einfach ganz cool, geht dann her, macht es wieder aus und geht wieder an seinen Platz. Bloß gegen mehrere Schüler, wenn sie dann 10, 20 sind, hast du halt keine Chance als Lehrer. Dann drückt einer halt wieder auf den Anknopf oder vielleicht hat auch einer sogar eine Fernbedienung gerippt, ne? So, auf einmal läuft halt wieder Dave, ne? Dann ist wieder unterbrochen, dann läuft irgendwie plötzlich wieder jemand vor, einmal sogar ein Blaumann und dann läuft wieder Dave. Also ich hab's gefeiert, ich hab mir den Arsch dermaßen abgelacht, also Wahnsinn. Also auf euch nochmal, trinke ich nochmal extra herzliches Hello und jo, in dieser Hinsicht Fasnachtszeit, die ist am vollen Gange. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wer es noch nicht gesehen hat, checkt's aus. Durstiger Dave Fanpage. Also die mittlerweile dritte jetzt. Durstige Fanclub Kaiserstuhl, wie gesagt, haben wir. Und die Durstigen Dave Ultras. Und jetzt ist was komplett Neues dazu gekommen, was also wirklich verdient, mal reinzuschauen. Ich trinke jetzt ganz in Ruhe die beiden leckeren Biere. Ich kann jedem nur empfehlen, der wirklich helle mag, die nicht zu sauer sind. Haut euch das, probiert euch das mal aus im Aldi, da spart auch einen Haufen Geld. Und dieses Winterbock von Schuldenbräu ebenfalls mit 7%. Ein anständiges Winterbock zu diesem Preis, da kann man nicht meckern, definitiv als Absacker, wenn man ein paar andere anständige schon vorher getrunken hat, dann ist das eine super Sache, weil dann merkst du es dann eh nicht mehr so arg. So, jetzt gibt es noch einen kräftigen Schulz zum Abschied. Yo! Dann wünsche ich allen einen schönen Sonntag. Ich lege mich jetzt nochmal rüber ins Bett und kann hier weiter pennen oder drüben weiter pennen, mir gerade egal. Hauptsache, dass ich nachher ausgeschlafen bin und jo, wieder fit bin. Livestream gibt es dann auf jeden Fall am nächsten Wochenende spätestens. Das ist dann safe. Hoffentlich trifft mich nicht der Schlag vorher, ansonsten dürfte das auf jeden Fall diesmal dann safe sein. Sorry nochmal, dass es heute nicht geklappt hat, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. In der Hinsicht jetzt, wie gesagt, haut rein. Guten Start in die Woche wünsche ich euch und ich melde mich mit einem regulären Video im Laufe der Woche. Bye bye, euer Dave und tschüss.